Zu den Ungereimtheiten. Mir ist aufgefallen, wir sehen zwei Personen, ja, gefilmt mit einem Handy, ja, die zu ihrem Kleinwagen zurückgehen, nachdem es ein Massaker dort gegeben hat. Das haben wir nicht gesehen. Dann steigen die ganz relaxed in ihr Auto ein, also ohne irgendwie unter Adrenalin, sondern wie Profis, also als wenn sie sowas jeden Tag machen würden, fahren dann weg. Und ja, ein paar Stunden später gibt es eben eine riesige Großfahndung und dann meldet die Polizei, sie hätte einen Ausweis gefunden und ja, einen Ausweis der Täter. Und das kann schon passieren, sowas ist schon möglich, ja. Nur was eigentlich nicht möglich ist oder unmöglich ist, wenn tatsächlich ein solcher Täter, der also als einer der Killer bekannt ist, wenn der seinen Ausweis verliert, da gibt es in der Regel eine Nachrichtensperre. Also das, was die Polizei auf gar keinen Fall tut, ist diesen Namen an die Presse weitergeben. Schon aus dem Grund nicht, damit der Täter nicht gewarnt ist, sondern denkt, man weiß nicht, wer er ist. Ich kenne das aus vielen Fällen, wenn man da mal nachfragt bei der Polizei, ohne 12 Tote, sondern nur bei einem normalen Verbrechen, wer war es denn? Und die wissen das vielleicht, dann sagen die immer diesen Standardsatz, sie haben Verständnis dafür, dass wir während laufender Ermittlungen keine Informationen weitergeben, um diesen Fall nicht zu behindern oder aber die Täter zu begünstigen. Also, und da haben wir mindestens 12 Tote und Massaker und dann wird dieser Name an die Presse lanciert. Das finde ich sehr, sehr komisch. Also, und da muss man sich schon die Frage stellen, warum ist das passiert? Wie ist das passiert? Das sind alles Fragen, die machen mich ein bisschen stutzig. Aber nochmal zurück zu den Tätern. Wir sehen also zwei Personen, die sind mit Strumpfmasken bekleidet. Das heißt, wir wissen nicht, wer sich darunter befindet. Nur die laufen ganz leger, als wäre das so ein Daily Business, Leute um die Ecke zu bringen. Und dann meldet die Polizei, nachdem sie eben sagt, sie hat diesen Ausweis, zwei Brüder. Und die werden wir dann aber auch niemals lebend zu Gesicht bekommen, sondern wir erfahren dann aus der Presse, dass die tot sind. Das heißt, ich soll der Polizei glauben, dass die Typen unter den Masken die sind, die sie erschossen haben, also das sind dieselben. Das soll ich glauben. Und das fällt mir sehr schwer. Das fällt mir wirklich sehr schwer, weil ich glaube, der Polizei bei so einem Fall, da will ich nichts glauben. Ich möchte Indizien. Ich möchte wissen, woran ich bin. Denn es ist schon oft vorgekommen, dass Terroranschläge inszeniert wurden. Ihr kennt das Buch von Danny Leganza, NATO Geheimarmeen. Von daher, wenn man weiß, was dort alles möglich ist, was auch der Staat sich leistet, muss man heutzutage leider mit allem rechnen. Das ist einfach so. Das ist ein gesundes Misstrauen. Und bevor ich sage, wer es war, gilt für mich immer die Unschuldsvermutung in dubio pro reo. Es ist nämlich ein Fehler, die falschen Täter als Täter zu bestimmen, sie zu erschießen und dann sind es vielleicht die gar nicht und dann laufen die richtigen Täter noch frei rum und machen irgendwas. Also schon aus diesem Grund sollte man mal nachfragen. Also wir wissen konkret nichts. Dann kommt es noch zu einem weiteren Überfall in einem Supermarkt. Dort heißt es dann, ja, die kannten sich aus dem Gefängnis und der Täter ist aber auch erschossen worden. Den kann ich auch nicht fragen. Also das ist komisch. Da sind zwei Täter, die werden erschossen, nachdem wir nie ihr Gesicht gesehen haben, sondern nur man sagt, das sind die unter den Strumpfmasken. Dann gibt es einen dritten, der wird eben auch erschossen. So, seine Freundin ist auf der Flucht. Ich weiß nicht, ob wir die jemals zu Gesicht bekommen. Die ist abgehauen in die Türkei, sagt man. Und es gibt noch einen weiteren Toten aus den, nämlich einen Polizisten, ein Polizist, der zu den Ermittlern gehörte, der Opfer befragt, also die Hinterbliebenen Opfer, und der erschießt sich offiziell von Mittwoch auf Donnerstag, ja, als erfahrener Polizist in seinem Büro. Gibt es keine Zeugen dafür. Der lag dann da tot, habe ich gelesen, und wäre sehr, sehr depressiv gewesen. Das lässt mich persönlich so ein bisschen stutzig werden, so ein bisschen aufhorchen. Das sind derart viele Ungereimtheiten, da muss sich die Presse nicht wundern, dass Verschwörungstheorien quasi automatisch entwickelt werden. Warum ist das so? So, kommen wir aber mal dazu, was wir eigentlich wissen. Wir wissen, dass Menschen, denen eine Tat vorgeworfen wird, erst einmal Tatverdächtige sind. Diese werden der Tat verdächtigt. Was wir nicht sagen können, ist, ihr wart es. Deswegen gilt die Unschuldsvermutung, nämlich in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber aus den Tatverdächtigen wurden innerhalb weniger Stunden in der Presse Terroristen, erst Terrorverdächtige und dann Terroristen. Wir sehen hier eine Meldung vom Spiegel, da ging es auch um die Freundin, ja, und da hieß es dann, Frankreich jagt die Terrorkomplizin, ja, war dann schon die Komplize, und dann drei Terroristen sind tot. Das ist eine Vorverurteilung. Man müsste, das sind Tatverdächtige. Damit ist klar, sie waren es. Und das kann ich in diesem Moment eben noch nicht sagen. Von daher ist das eben etwas, wie die Presse immer arbeitet. Wir haben diejenigen und dann waren, man muss sich das vorstellen, 88.000 Polizisten ja bereits auf den Beinen und 88.000 Polizisten haben dann eben diese drei Terroristen zur Strecke gebracht. Ich finde das ein ziemliches Aufgebot für drei
Menschen, die da eine solche Tat begangen haben. Ich weiß nicht, ob das ein übliches, ob eine übliche Art und Weise ist, mit wie vielen Menschen man auf die Straße geht. Für mich war es so ein bisschen wie eine Treibjagd, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei mir, mich beschlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man wirklich Interesse daran hatte, diese drei Leben zu fangen. Weil es gab ja dann schnell eine Meldung, ja, die wären von Al-Qaida. Und man weiß ja, Al-Qaida ist ein Netzwerk. Ich persönlich hätte versucht, die Person mindestens eine Leben zu fangen, um zu befragen, welche Hintermänner sie haben und was denn da noch geplant ist. Auch schon um zukünftige Verbrechen, die möglicherweise in der Pipeline waren, zu verhindern, hätte ich versucht als Polizei mit 88.000 Mann zu sagen dazu, legt die Leute nicht um. Ja, wir brauchen die Leute lebend, um zukünftige Verbrechen zu verhindern. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Für mich ein Bild, was mich wirklich aufgeregt hat, ist ein Bild, was wir hier sehen. Da sehen wir nämlich dann, nachdem wirklich Millionen Franzosen zu Recht empört auf der Straße waren, weil sie einfach gesagt haben, was geht denn hier eigentlich auf den französischen Straßen vor? Da sehen wir dann ein Bild, wo wir verschiedene Staatschefs darauf sehen, wie zum Beispiel Netanyahu, der extra eingeflogen ist. Dann sehen wir Hollande, also der aktuelle Präsident, wirklich ein sehr unerfolgreicher Präsident. Und wir sehen unter anderem Angela Merkel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da empfinde ich persönlich kalte Wut. Weil gerade jemand wie Netanyahu oder jemand wie Angela Merkel, das sind für mich eigentlich Leute, die haben mit diesem, die können sich nicht auf die Straße stellen und sagen, wir finden das schlimm, dass es Terrorismus gibt, wir lehnen Gewalt ab. Weil, also gerade so jemand wie Benjamin Netanyahu, der ist doch dafür verantwortlich für das große Massaker neulich in Gaza mit über 2.500 Toten. Ja, das ist jemand, der staatlichen Terrorismus ausübt, indem er Wohngebiete bekämpft, ja, indem er die bombardieren lässt, um dort dann Terroristen habhaft zu werden. Ich finde, das geht einfach nicht. Man kann nicht Wohngebiete bombardieren, weil sich dort verstrahlte Hamas-Aktivisten aufhalten, die mit Raketen auf Israel schießen, was schlimm ist, aber dann seine F-16 über das Gelände jagen und einfach 200.000 Menschen umbringen, Frauen und Kinder. Wenn so jemand hat, das kann man nicht besonnen nennen, was der macht. Da stimmen auch die Verhältnismäßigkeiten der Mittel nicht mehr. Und wenn so jemand dann dorthin geht und sich solidarisiert, ja, dann ist für mich das total verlogen. Und damit möchte er meiner Meinung nach etwas rechtfertigen, nämlich, dass er demnächst noch einmal ähnlich hart gegen Palästinenser vorgeht. Und da muss ich sagen, ich finde es merkwürdig. Bei Angela Merkel ist es so, Angela Merkel ist ja nun mal die Chefin der Bundesrepublik. Und die Bundesrepublik ist der drittgrößte Waffenhändler der Welt. Und Angela Merkel heißt das gut. Angela Merkel hat, weil wir auch kaum von Netanyahu reden, Angela Merkel hat während der Gaza-Krise, während dieses Krieges, einen Waffendeal, also währenddessen, ja, durchgewunken, wofür über 600 Millionen Euro Rüstungstechnik nach Israel gegangen ist. Und die haben die dann angewendet. Und deswegen möchte ich euch empfehlen, euch dieses Buch mal zuzulegen von Jürgen Gräßlin, Schwarzbuch Waffenhandel, kann ich nur dringend empfehlen. Weil was wir hier erleben, ist eine wirklich scheinheilige Angela Merkel stellt sich hin, ist gegen Terrorismus, aber sie exportiert Waffen, mit denen dann Terrorismus im Auftrag anderer Staaten, ja, fabriziert wird. Und deswegen hat diese Frau auf diesem, bei so einem Marsch im Grunde überhaupt nichts zu suchen. Wo war die Empörung bei Gaza? Oder wo war die Empörung und wo ist die Empörung, wenn wir uns anschauen, was sich in der Ukraine abspielt? Ja, plötzlich sind wir ja alle Charlie. Je suis Charlie sind wir auf einmal alle. Und ich habe ein interessantes Plakat gefunden im Internet. Da wird nämlich gefragt, wo war Charlie? Und zwar im Donbass 2014. Schaut euch das an. Ein Mann, der ein totes Kind auf dem Arm trägt. Das ist noch eins der harmlosesten Bilder. Denn die Bilder, die man über dem Donbass wirklich auch finden kann, man würde dort Menschen nicht mehr als Menschen erkennen. Da wurden wirklich Familien ausradiert, zerfetzt. Ich habe Menschen ohne Kopf gesehen oder nur noch ein Stück Fleisch. Und da waren eben nicht Millionen Menschen auf der Straße. Sie waren auch nicht in Gaza auf der Straße. Also während des Gazakrieges haben wir hier Fußball-Weltmeisterschaft geschaut. Und das ist für mich etwas, oder auch in den letzten Tagen gab es ja auch in Nigeria ein riesiges Massaker, wo 2000 Menschen umgekommen sind. Da waren die auch nicht auf der Straße. Und ich möchte an dieser Stelle mal Oscar Lafontaine zitieren, den ich hier bei der Veranstaltung der Linken gesehen habe. Der hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Wer alles sagt, ich bin Charlie. Und ich denke jetzt an die stattfindende Demonstration in Paris. Und ich stelle mir vor, wer da alles mitmarschiert. Da sind die Staatsmänner und die Staatsfrauen der westlichen Welt. Und sie sind aber auch diejenigen, die ja mit zu verantworten haben, dass international Kriege geführt worden sind. Wer Kriege führt, provoziert den Terrorismus. Er ist letztendlich. Ich glaube, wenn wir nicht die richtigen Schlüsse aus diesem Massaker, aus diesem Attentat ziehen, dann werden wir das, was ich jetzt als Gewaltspirale verstehe, dann werden wir das niemals durchbrechen. Und wir müssen uns wirklich die Frage stellen, angenommen,
Angenommen, es waren radikale Moslems, die das getan haben, ja? Dann hat das mit der Religion meiner Meinung nach nicht wirklich zu tun. Und wir messen hier mit zweierlei Maß. Ich glaube, da auch ein entsprechendes Beispiel gefunden zu haben. Wir erinnern uns vielleicht noch an den Kollegen, ja, Breivik. Breivik hat damals 77 junge Menschen, Schüler und Kinder auch mit einem Schnellfeuergewehr erschossen. Und dann wurde der verhaftet, ja? Und dann war das ein Psychopath. Ja, aber es war kein christlicher Psychopath, obwohl der ja auch gesagt hat, er will das Abendland verteidigen. Das war ja auch so sein Auftrag, aber dann hieß es nicht, es war ein christlicher Psychopath und wir haben dann uns die Frage gestellt, ist die Bibel noch zeitgemäß, ist nicht jeder, der eine Bibel zu Hause hat, ein potenzieller Breivik, haben wir uns nicht gestellt. Wenn aber zwei oder drei durchgeknallte, verstrahlte Extremisten irgendwo einreiten und Menschen umbringen, dann sind das radikale Muslime. Und ich finde, dass wir hier ständig dann Religion mischen und die mit Gewalt vermischen, wenn es uns passt. Das passt ganz stark eben in dieses Buch The Clash of Civilizations, wo man den Moslem als den neuen Feind hinstellt. Und wenn es eben nicht passt, dann sind es eben Psychopathen. Und das ist ein latenter Rassismus, der ist meiner Meinung nach gesellschaftlich angeschoben, um eine Angst und ein generelles Misstrauen gegen ganze Religionsgemeinschaften, gegen ganze Volksgruppen zu schüren. Und da sind wir natürlich bei der Frage, die habe ich auch heute mit meiner Kollegin Bilbuber Calves, die ihr ja auch kennt, diskutiert, nämlich ich bin ein Freund von Pressefreiheit, das ist ja völlig klar, ne? So, aber endet Pressefreiheit, kann Pressefreiheit bis zum Abwinken gehen oder gibt es irgendwo einen Bereich, wo ich sage, da fängt Respekt an und da wird Respekt durch Pressefreiheit beschädigt? Das sollte eine Diskussion sein, mit der wir uns wirklich beschäftigen sollten. Also soll man alles, was man durch die Pressefreiheit bringen kann, soll man das alles bringen, weil man ja die Pressefreiheit verteidigt? Oder gibt es einen Bereich, wo man sagt, das ist zwar noch durch die Pressefreiheit irgendwie gedeckelt, aber es könnte sein, dass wir hier Menschen, die vielleicht tiefgläubig sind, dass wir die beschädigen, dass wir die beleidigen, dass wir die verhöhnen zum Beispiel. Und sollte man das tun? Und deswegen, wir haben im Netz auch ein interessantes Bild gefunden, wo Leute mal Dinge gegenübergestellt haben. Nämlich das, was wir in den letzten Jahren auf dem Spiegel getan haben oder beim Fokus getan haben, wie wir den Islam dargestellt haben. Und das, was frühere Zeitungen, ja, im Dritten Reich mit dem Judentum getan haben. So, das schaut euch das einfach mal an. Und da merkt man schon, dass einen so ein Unbehagen beschleicht. Also das ist doch auch Pressefreiheit. Da hat man da auch gesagt, ja, das muss das Judentum. Wenn man das heute machen würde, kann man nicht sagen, das muss das Judentum aushalten, sondern man hat sofort das Gefühl, oh, das geht zu weit. Das kann man nicht machen. Dann ist man sofort, das ist braun, das ist sofort antisemitisch, das will man nicht machen. Wer weiß, wohin das geht. Aber wenn man das mit dem Islam macht, und das machen wir, ja, und ich bin weder das eine noch das andere, dann ist es okay. Und deswegen ein Spruch, den ich im Netz wirklich gefunden habe, und der trifft es ganz gut, wenn man gegen Schwarze auf diese Art und Weise hetzt in der Presse und das unter Satire verkauft, dann ist das Rassismus, ja? Oder wenn man gegen Homosexuelle auf diese Art und Weise Satire macht, dann ist man homophob, ja? Wenn man das gegen Juden macht, dann ist man natürlich antisemitisch, ja? Aber wenn man gegen den Islam so hetzt, dann verteidigt man die Pressefreiheit. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wir sollten uns wirklich mal zusammensetzen und wenn wir eben auch ein Unbehagen spüren und uns die Frage stellen, muss das eigentlich sein? Brauchen wir diese, also geht Satire da nicht ein Stück zu weit? Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Treten wir nicht ständig Leuten auf die Füße oder müssen die das alles aushalten? Würden wir umgedreht das aushalten? Ich habe da meine Zweifel. Und deswegen, dieser Anschlag hat nicht wirklich was mit dem Islam zu tun, weil du wirst im Koran keine Zeile finden, wo drin steht, wenn irgendwann mal Mohammed verhöhnt werden sollte in einem französischen Satiremagazin, hast du das Recht, dir eine AK-47 zu schnappen und auf diese Leute zu schießen. Das steht da nicht. Aber das sind eben Menschen, also wenn es die waren, die es da waren, die in irgendeiner Weise das Gefühl haben, dass sie Menschen zweierlei Maß sind. Und da sind wir in Frankreich ganz richtig. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Frankreich ist jetzt ein Land, da gibt es viel mehr Klassenunterschiede. Das gibt es in Deutschland so nicht. Und es gibt natürlich auch sehr viel mehr Einwanderer, weil die Franzosen als Kolonialmacht immer noch sehr aktiv sind im frankophonen Raum, wie sie das nennen, wenn sie über Afrika sprechen. Und dieses selbe Frankreich, ja, was jetzt eben Satire zulässt, ja, und die Moslems hart attackiert und sich dann für die Pressefreiheit stark macht, dieses selbe Frankreich führt permanent Krieg in Frankreich, in Afrika, es bombardiert Mali. Ich will gar nicht vom Algerienkrieg reden, das war ein gigantisches Massaker. Oder aber es hat ja auch den Staatschef damals von Burkina Faso ausradiert. Also wir haben es hier mit einem sehr
bösartigen, radikalen, militärischen Frankreich zu tun, was ständig Krieg führt in Ländern, in denen der Koran und in die, die Staatsreligion ist. Und da ist meiner Meinung nach eben kein ausgewogenes Verhältnis. Das ist eine Art von Dünkel, der da auch verkauft wird. Und ich glaube, diese Art von Dünkel wird inzwischen auch in, schwappt auch nach Deutschland über, was man an diesem großen Zuspruch von Pegida wirklich sehen kann, wo ja auch im Titel drin steht, ja, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ich bin nicht Charlie Hebdo. Ich bin das besetzte Palästina. Ich bin das zerstörte Gaza. Ich bin das abgeschlachtete, bombardierte Syrien. Ich bin das hungernde Afrika. Ich bin das besetzte Afghanistan. Ich bin das eroberte Tschetschenien. Ich bin die Unterdrückung Ägyptens. Ich bin das mit Uran bombardierte Irak. Ich bin das zersplitterte Libyen. Ich bin das belagte Flüchtlingslager. Ich bin das gefolterte und vergessene Guantanamo. Ich bin die über 1,5 Millionen toten Muslime, die in den letzten 15 Jahren durch die blutigen Hände der Westmächte getötet worden sind. Ich bin die toten Muslime.